Der Film Das Kabinett des Dr. Caligari aus dem Jahre 1920 gilt als Meilenstein der Filmgeschichte und des deutschen Expressionismus. Regisseur Robert Wiene und das Drehbuch von Hans Janowitz und Karl Mayer präsentierten dem Publikum eine bahnbrechende visuelle und erzählerische Ästhetik, die den Film nachhaltig prägte. Die Bedeutung des Films liegt in mehreren Aspekten. Aber bevor es soweit ist, ich habe euch hier mal die komplette Super-8-Fassung des Films mitgebracht. Eine sehr, sehr seltene Ausgabe. Und hier seht ihr noch die Rollen von damals. Wir haben als erstes die expressionistische Ästhetik. Caligari war einer der ersten Filme, der den Expressionismus im Film etablierte. Die expressionistische Bewegung, die in der Kunst und in der Literatur dieser Zeit aufkam, betonte verzerrte Formen, starke Kontraste und surreale Darstellungen, um die psychologischen Zustände der Charaktere des Films zu verdeutlichen. Der Film nutzte eben expressionistische Sets mit schiefen Linien, schattigen Ecken und abstrakten Designs, um eine unheimliche und verstörende Atmosphäre zu schaffen. Dann haben wir die Handlung und Erzählstruktur. Das Kabinett des Dr. Caligari beeinflusste die Entwicklung des filmischen Erzählens. Der Film wird aus der Perspektive eines Ich-Erzählers erzählt, der die Geschichte rückblickend präsentiert. Zudem erhält der Film eine Rahmenhandlung, die eine Interpretation der Ereignisse in Frage stellt und das Publikum dazu anregt, über die Natur der Realität nachzudenken. Diese nichtlineare Erzählstruktur und die Manipulation der Wahrnehmung des Zuschauers hatten einen nachhaltigen Eindruck auf spätere Filme. Dann wäre der psychologische Horror. Caligari gilt als einer der ersten bedeutenden Horrorfilme der Geschichte. Die Geschichte dreht sich um einen unheimlichen Jahrmarktsdirektor, der einen schlafenden Somnambulen dazu bringt, Morde zu begehen. Der Film erkundet Themen wie Wahnsinn, Manipulation und die Verbindung zwischen Traum und Realität. Er legte den Grundstein für das Genre des psychologischen Horrors und inspirierte zahlreiche Regisseure, darunter natürlich Alfred Hitchcock. Der Film hatte auch einen Einfluss auf die internationale Filmindustrie. Dieser Film wurde zu einem großen Erfolg im In- und Ausland. Durch seine einzigartige Ästhetik und die Erzählweise erregte er Aufmerksamkeit und wurde zum Vorbild für viele Regisseure weltweit. Der Film hatte einen besonders starken Einfluss eben auf den deutschen Expressionismus und prägte die Entstehung einer eigenständigen deutschen Filmproduktion. Darüber hinaus beeinflusste er die Entwicklung des Horror- oder Schauerfilms und die filmischen Erzählweise insgesamt.